Ich mache hier mal nochmal. Habe ich denn hier nie Steine? So. Okay, Steine habe ich ja genug. Ich kann halt. Ich kann ja mal hoch. Jetzt greift mich natürlich der Zombie an. Mist. Weg mit dem. So. Blöder Zombie. Okay, kann ich hier mal theoretisch ja die Lava zumachen. Damit man da nicht aus Versehen reinfällt, weißt du. Ist ja irgendwie doof. Mache ich einfach mal so zu. Okay, boah, es ist dunkel auf einmal. Okay, ist hier irgendwo was? Außer ganz viel Redstone, den ich nicht unbedingt brauche. Naja, Kohle und Eisen brauche ich schon. Boah, eher. Jetzt kommen hier überall diese dämlichen Creeper, ey. Gibt's ja gar nicht. So, da ist er tot und er eröffnet mir einen Weg in eine Sackgasse. Na, vielen Dank auch. Mann, blöder Creeper. So, komm, Kohle, kann ich da noch was? Wie sieht's da aus? Ja, ein bisschen kann ich noch mitnehmen. Und Eisen kann ich eigentlich auch mitnehmen. So, und dann gehe ich hier, glaube ich, auch wieder raus, oder? Ich wollte noch die andere Seite erkunden eigentlich. Vielleicht ist da auch noch irgendwas, Diamanten oder sowas. Vielleicht habe ich ja Glück, vielleicht habe ich auch Pech. Ich weiß es nicht. Verdammt. Tja. Das ist doof. Ich weiß nicht, was mich da erwarten wird. Vielleicht ist das gar nicht so doof, wenn man nicht weiß, was einen erwarten wird. Würdet ihr wissen wollen, wie es mit eurem Leben weitergeht? Also jetzt nicht einfach so ein Wahrsager, sondern... Nehmen wir mal an, es gäbe einen Wahrsager, ja? Ich sage jetzt nicht, dass es einen gibt, aber wenn es einen gäbe, der vorhersagen kann, wie die Zukunft verläuft, und zwar... Nicht nur mit irgendwelchen komischen Tricks, sondern wirklich richtig vorhersagen. Also, der euch sagen könnte, wie die Zukunft auf jeden Fall verlaufen wird. Egal, was ihr tut, ihr werdet es dann wahrscheinlich auch nicht ändern können. Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Ich bin ja nicht so der Forscher in Zeitreisen und so. Aber, ne, nehmen wir mal an, es gäbe da so einen Wahrsager, der euch das sagen könnte. Ne, würdet ihr wissen wollen, wie es weitergeht mit euch? Wie eure Zukunft aussieht. Ja, ob ihr von Zombies angegriffen werdet. Ob ihr in 10 Jahren noch leben werdet oder was weiß ich. Ja, würdet ihr das wissen wollen? Oder würdet ihr sagen, nee, ich bleib lieber bei meiner Ungewissheit und weiß es dann halt nicht. So, dafür habe ich dann die Möglichkeit auch nicht... Oder dafür weiß ich dann halt auch nicht, ob ich sterben werde, was vielleicht auch nicht so schlecht ist. So, komme ich jetzt da hinten irgendwie ran? Ja, komme ich, gut. Da hinten geht es weiter. Ich grab mich jetzt mal hier durch. Hier vorbei an diesem... Ach komm, nehme ich mal mit. So, ich hoffe, da oben ist jetzt keine... Na, das sieht gut aus. Da oben scheint keine Lava zu sein. Okay. Hier kann ich mich wahrscheinlich nicht lang graben, natürlich. Ist ja klar. Ist ja immer so irgendwie. Gut, mach ich mal zu und dann grab ich mich mal hier dran vorbei. So, dann komme ich irgendwo raus und zwar da auf der anderen Seite und finde gleich die nächste Lava. Toll. Ja, wunderschön einfach. Da hinten ist Redstone. Da scheint nichts zu sein. Hier scheint auch nichts zu sein. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht aus Versehen irgendwas zugebaut, was wichtig ist, aber ich glaube nicht. So, ich bin eigentlich nur in die Höhle gegangen, um nicht bei Nacht raus zu müssen. Jetzt ist bestimmt wieder Nacht. So wie ich mein Glück kenne. Wow, hier sind so viele Diamanten. Das habt ihr nicht gesehen. So viele Diamanten habt ihr in eurem Leben noch nie gesehen, wie hier sind. Ja, nämlich null. Wow, das ist so viel einfach. Wie viel Redstone kann ich noch? Das kann ich auch nochmal mitnehmen hier. So. Toll. Wow, ist so schön. Na komm, das nehme ich auch nochmal mit. So, dann mache ich hier mal die Lava ganz kurz zu. Okay. Gut. Hier ist nochmal Kohle. Kann ich noch Kohle mitnehmen? Ja, ein bisschen. Okay. Nehme ich auch nochmal mit. Sind ja auch Diamanten, bloß nicht ganz so fest. Ja, ist ja auch Kohlenstoff, reinster Kohlenstoff. Ne, diese Kohle. Deswegen heißt es ja so, oder ist es andersrum? Heißt Kohlenstoff Kohlenstoff, weil Kohle aus Kohlenstoff ist? Ich weiß es nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Wüsste ich jetzt gerne. Okay, ich kann keinen Redstone mehr mitnehmen. Zumindest nicht mehr, als ich gerade mitschleppe mit mir. So. Gut, ich suche jetzt den Ausweg aus dieser auswegslosen Situation. Wie viel... Okay, Eisen kann ich noch mitnehmen, theoretisch. Hier war ich noch nicht. Huch, ich dachte gerade nicht. Ich bin nur aus Versehen nochmal gesprungen. Okay. Dachte gerade, ist da was, aber nein. Na, komm schon. So. Ach, hier ist nochmal Eisen. Toll. Okay, nehme ich nochmal mit, einfach mal. Ja.
Dann gehe ich aber mal raus wieder und hoffe, dass dann Tag sein wird. Ansonsten muss ich wohl bei Nacht nach Hause gehen. Ich habe auch nichts mehr zu trinken von... Ja, zu essen natürlich. Von daher macht es auch Sinn, irgendwie nach Hause zu gehen. Sofern man natürlich den Weg nach Hause findet. Das wäre schon mal eine Voraussetzung. Boah, das ist der Drecks-Creeper, ey. Ich hasse diese Creeper. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Creeper hasse? Übrigens, meine Rüstung ist auch schon fast im Arsch. Na toll. Ist ja richtig schön. Hier ging's raus. Genau, ich erinnere mich. Ich muss jetzt hier lang. Und dann hier hoch. Und dann bin ich... Ich bin irgendwie von oben gekommen. Das weiß ich noch. Aber ich glaube nicht von... Ach, Alter. Was willst du von mir? Stirb. Na also. So, ich glaube, ich bin von... von hier bin ich gekommen, ne? Ich glaube... Boah, Alter. Nee, von hier auch nicht. Warte mal. Von hier bin ich gekommen. Da geht's auch nochmal weiter in diese Richtung. Aber ich will jetzt erstmal hier hoch. So, das bisschen Eisen, da lasse ich auch nochmal für spätere Erkundungstouren und so. War jetzt erstmal genug. Ich muss, wie gesagt, noch... Ach komm, das hier nehme ich nochmal mit. Ist hinter mir irgendwer? Nö. Gut. Nehme ich nochmal mit hier. Komm, weißt du. So. Okay, und jetzt habe ich nichts mehr zu essen. Das ist total toll. Da geht es auch nochmal weiter. Aber ich möchte jetzt hier hoch. Tatsächlich. Und hinaus aus dieser Höhle. War das hier? Oder ist hier eine Sackgasse? Andy ist da. Offensichtlich. Da, jetzt teleportiert er sich nur weg. Ich hasse das. Wetten, der ist jetzt gleich hinter mir. Der Orsch. Der... Wo ist er denn jetzt? Jetzt ist er nicht da. Na toll. Jetzt habe ich noch mehr Angst. Toll. Ich hasse sowas. Wo geht's jetzt raus, verdammt? Sehr gute Frage. Hier geht's irgendwie nach unten. Warte mal. Hier geht's nach unten. Muss doch irgendwie nach oben wieder gehen. Ach ja, hier bin ich falsch. Genau, ich erinnere mich. Wow. Huch. Hä? Was macht der denn da? Komischer Enderman. Was ändert er denn schon wieder? Ich weiß es nicht. Wieso greife ich den überhaupt an, wenn ich kaum noch Leben habe? Ach, es ist Tag draußen. Ist ja praktisch. So, aber wo ist jetzt der Enderman hin? Ich habe keine Ahnung. Und finde ich hier irgendwo was? Nee, zu essen? Wahrscheinlich nicht. Mitten im Wald vor allem. Ach, Pilze. Ja, toll. Bringt mir sehr viel. Ich laufe jetzt mal schnell nach Hause. Oder mehr oder weniger schnell. Weil ich nämlich nichts zu essen habe und dementsprechend nicht schnell laufen kann gleich. Warte, in ein paar Sekunden. So, jetzt kann ich nicht mehr schnell laufen. Das ist doof. Ich habe echt nichts mehr... Nee, ich könnte Gehirne essen oder verrottetes Fleisch, aber das möchte ich nicht. Nicht unbedingt, wenn es nicht nötig ist. Weißt du? Muss ja nicht sein. Ist ungesund, habe ich gehört. Könnte ich jetzt natürlich essen, aber... Nee. So, hier war das, ne? Irgendwo hier ist der Tunneleingang. Hä, wo denn? Hä? Ach, da vorne. Der ist so klein, sieht man kaum. Sieht man kaum. Das ist doof. Naja, lässt sich nun auch nicht ändern. Ich, also schon, aber jetzt habe ich keinen Platz, um die Sachen mitzunehmen. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause, ganz gemächlich. Es geht halt nicht schneller, was soll ich denn machen? Ich könnte noch springen, dann geht es noch schneller vielleicht. Keine Ahnung, ich kann halt nicht laufen, weil ich so wenig zu essen habe. Was irgendwie doof ist. Und ich weiß auch nicht, ob zu... Ich esse jetzt mal Gehirn, weiß. Jetzt reicht's mir auch. So, jetzt kommt schon so weit, dass ich hier verrottetes Fleisch esse, ja. Und natürlich vergiftet bin, ist ja irgendwie logisch. So. Zumindest bekomme ich keinen Schaden dadurch, oder? Nee. Er heilt sich immerhin. So. Also, liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Also, verrottetes Fleisch nicht essen ist ungesund. Habe ich gehört. Der Brunnen gefällt mir irgendwie. So, ich lege jetzt mal hier, komm, den einen Stack Eisen kann ich schon mal auf den Ofen, in den Ofen legen. Die 64 Kohle auch gleich mit. Den Rest kann ich hier mal reinlegen. Ich brauche mehr Kisten, scheiße. Okay, kann ich denn mal hier vielleicht irgendwie, ist hier schon was fertig? Ja, das ist doch toll. Hier ist was fertig. Hier. Okay. Okay, 6 von diesen Dingern kann ich anpflanzen. Okay, man bekommt also wirklich mehr. Ich
meine, gut, es ist ja schon bekannt, dass man mehr Samen bekommt als Weizen. Im Normalfall, außer man hat sehr viel Pech, dann nicht. So, ich kann jetzt hier theoretisch, ich muss schon wieder pennen gehen gleich, das gibt's doch gar nicht. Ich mache jetzt erstmal ein Brot, habe ich morgen früh was zu essen. Und theoretisch habe ich hier noch Weizen drin, kann ich noch eins machen. Weißt du, so. Brauche ich kein verrottetes Fleisch essen hier. Wo kommen wir denn da hin? So, packe ich da mal rein und die Knochen auch und die Pfeile und das Schwarzpulver. Die Diamanten ebenfalls, 7 Stück habe ich schon. Hey, Redstone muss ich auch irgendwo hinpacken. Kann ich gerade nirgendwo hinpacken. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch und gehe mal ganz kurz pennen. Hier oben muss auch noch ausgebaut werden. So viel zu tun, noch unfassbar. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Ach Mann, es ist einfach viel zu viel. So, hier zum Beispiel diese Wände, die müssen nochmal weg. Zum Glück habe ich da noch kein Glas reingebaut. Ich dachte gerade, das regnet, aber das waren nur die Wolken. So, und ich müsste mal die anderen Felder auch nochmal abernten. Ich weiß gar nicht, ob die... Oh, huch, ob die überhaupt gewachsen sind. Keine Ahnung. Oh, so, jetzt früh am Morgen erstmal ein Brötchen. Hm, lecker. So, mit Sesam. Hm, boah, jetzt habe ich Hunger auf Brötchen. Mann! Ist fies, echt. Also nicht nur hier im Spiel, sondern auch mehr im echten Leben. Natürlich. So. Samen. Okay, restlichen Samen packe ich jetzt mal. Die restlichen Samen packe ich jetzt mal hier rein. Warte, so. Ich könnte vielleicht noch einen Nebeneingang gebrauchen, oder? Naja, eigentlich nicht. Okay. Ich könnte eigentlich auch mit Knochenmehl noch weitere züchten. Ja, komm, das mache ich jetzt mal. Ja, ich meine, Knochen bekomme ich genug. Und Knochenmehl habe ich nur 63. Das sollte erstmal reichen. So, das packe ich jetzt mal dahin. Dann kann ich da gleich, weißt du, und so. Ne, wieso habe ich da eigentlich noch weiß gefärbten Ton? Ich habe keine Ahnung. Wieso schleppe ich den mit mir rum? So, das ist fertig. Das ist fertig. Das ist fertig. Das hier ist fertig. 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 Okay, ich höre schon auf. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Knochen mehr. Ah, das reicht noch. Für ein bisschen zumindest. Huch. So, alles fertig. Ich kann jetzt mal mit diesen Samen das wieder anpflanzen. So. Das ist echt praktisch. So, okay. Gut. Dann kann ich jetzt dieses Feld hier mal bestellen. Bei Amazon. Nee, weiß ich nicht. Ja. Habe ich erstmal ein bisschen was angepflanzt. Okay, weißt du was? So, wenn schon, dann schon. Mache ich gleich das Knochenmehl nochmal alle. Ach, das ist noch gar nicht fertig. So, jetzt. So, und... Na, nochmal und da nochmal. Okay, dann ist das hier soweit auch schon mal fertig. Und ich kann noch mehr anpflanzen, das ist echt praktisch. So, aber für viel reicht es leider nicht. Tja, schade. So, dafür habe ich jetzt erstmal, naja, immerhin 13 Brote. Ne, 12. 12. 36 durch 3 ist 12, natürlich. So, man kann es leider nicht dreiteilen, das ist ein bisschen doof. So, 12 Brote werden erstmal reichen, müssen erstmal reichen. Eine Truhe muss ich noch machen. Zwei Truhen muss ich noch machen. Ach ja. Ich kann ja so machen, hat man mir gesagt. Aber das bringt halt nicht viel, weil da muss ich... Es ist auch irgendwie... Ich weiß nicht, ob das wirklich schneller geht. Keine Ahnung. So. Diese Truhen wollte ich... Ja genau, ich wollte hier noch eine Truhe hinstellen. Hier könnte man eigentlich Öfen hinmachen. Vielleicht eine Werkbank und noch Öfen. Nee, die Werkbank kann man sogar davor stellen, oder? Ich mach mal die Werkbank hier weg. So. Die gehört hier vorne auch gar nicht hin ins Atrium. Die gehört hier hinten hin, würde ich sagen. Oder sieht es ein bisschen doof aus, weil man jetzt an der Werkbank vorbeigehen muss. Aber naja, gibt Schlimmeres. Ich könnte die Kisten jetzt auch andersrum hinstellen. Das würde sogar noch besser sein, fast. Ne? Wobei, nee, nicht unbedingt vorbei. Mir wird das fast schon besser gefallen, wenn ich die Kisten noch andersrum hinstelle. Oder? Oder so. Aber ich weiß nicht. Schwierig. Ich meine, noch kann ich es ändern. Noch ist da nicht viel drin und hier auch nicht.
Müsste ich halt das Ding hier mal weghauen und dann vielleicht... Ja, jetzt habe ich natürlich alles hier drin. Toll. Und dann vielleicht mal so hier hinstellen. Sieht das besser aus? Ja, doch. Das ist besser, glaube ich. Okay, die Truhe war zum Glück leer. Hier kann ich jetzt mal den ganzen Scheiß nochmal reinpacken. Das hier, das hier, das hier, das hier. Das war's schon. Und jetzt nochmal sortieren irgendwie. Zum Beispiel das mal dahin und hier das... Kommt mal dahin und hier, wo kommt denn jetzt der braun gefärbt? Ach, der war, glaube ich. Nee, keine Ahnung. Ich mach mal gelb nach ganz oben, so. Oder rot? Ach, keine Ahnung. Ich mach jetzt rot nach oben. Habe ich so wenig rot? Echt? Krass. Ich dachte, ich hätte mehr rot. Naja. Gut. Ich wollte. Ach ja, genau. Hier kann ich ja mal. Hier mache ich mal die ganze Rohstoffkiste hin. Also jetzt nicht sowas wie Cobblestone, aber. So andere Sachen hier halt. Wie zum Beispiel Gold oder. Holz oder noch mehr Holz oder Setzlinge, noch mehr Setzlinge, noch mehr Setzlinge, Diamanten, Kohle, 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 Eisen, noch mehr Eisen, Eisen, Eisen. Ja, sollte jetzt erstmal, ja, ich glaube, das reicht erstmal. So, den Rest muss ich dann woanders hinpacken. Mache ich noch mehr Lagerhäuser irgendwo hin. So, jetzt mache ich mal das hier rein. Das, nee, das Holz nicht, ne? Nur das andere, die Setzlinge halt. Rohholz mache ich da auch nochmal rein. Ich müsste das, glaube ich, noch anders sortieren. Ich glaube, so ist es auch noch nicht die beste Sortier-Dings. Aber naja, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Einen Bogen habe ich auch noch. Was mache ich denn damit? Keine Ahnung. Kohle packe ich erstmal hier rein. Und ich wollte mit diesem wunderschönen Cobblestone ein paar Öfchen bauen. Und zwar... 1, 2, 3. Ach ja, ich kann ja so machen. Aber ob das wirklich schneller geht, weiß ich nicht. So, drei Öfen. Drei Öfen kommen jetzt mal dahin. Direkt unter die Treppe. Ist bestimmt toll. Gibt es eine Treppe mit Fußbodenheizung? Ist doch auch schön. Ja, warum denn noch nicht, ne? So, drei Öfen. Manchmal so. Wupp. Und manchmal wupp, so und wupp. Und wupp. Eigentlich praktisch, dass der Ofen nicht brennt, wenn man nichts reinlegt. Also... Eigentlich müsste er ja brennen, wenn man Kohle reinlegt. Rein theoretisch, aber offensichtlich ja nicht. So, dafür kann ich jetzt mal Eisenerz reinlegen und in den anderen nochmal Golderz. Und sonst habe ich gerade auch gar nichts, was ich da einschmelzen kann. Das dann mal da rein, das dann mal da rein. Hm, und die 48 mal hier rein. So, und ansonsten habe ich jetzt erstmal... Ja, naja, komm, das Holz packe ich jetzt mal nach unten. Ja, packe ich mal nach unten das ganze Holz und die Setzlinge natürlich auch. Holz nach unten, den anderen Scheiß nach oben. Ich meine natürlich die anderen ganz tollen Sachen. Alle nach oben, so. Die Kohle. Komm, die zwei packe ich auch nochmal in den Ofen hier, weißt du, da. So. Okay. Gut. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Eisen drin. Ich müsste mir eine neue Rüstung machen, ne? Ich brauche noch mehr Truhen. Ich muss irgendwo ein Lager bauen, verdammt. Es hilft ja nichts. Hier unten ist jetzt nicht das beste Lager. Hier wollte ich es eigentlich ein bisschen sortieren, weißt du? Oder zumindest die wichtigsten Sachen hier reinlegen, aber nicht jeden Scheiß. Wo packe ich denn jetzt das Lager? Ins Erdgeschoss auf jeden Fall packe ich das nicht hin. Ich glaube, das werde ich ins Obergeschoss packen. Allerdings werde ich dazu erstmal Holz brauchen. Und was wollte ich noch machen? Ach ja, Rüstung wollte ich machen. Warte mal. Einmal Brust... Schuhe und naja, den Beinschutz eigentlich auch nochmal. Okay. Also die Brust. Kann man auch so machen. Ja, ja, ja. Habe ich schon kapiert. So, und die Schuhe. Und das Höschen nochmal. So. Okay, ist ja echt praktisch, Mensch. Achso, Hose kann er nicht anlegen, weil schon eine angelegt ist. Aber man kann die austauschen. Die alte behalten und dann reparieren die. Halt. Reparieren, wenn die hier ein bisschen angeditscht ist, weißt du? Kann ich die andere damit reparieren? Also, oder andersrum, kann ich sie halt beide zusammenpacken und dann werden die wieder heile, einigermaßen. So, hier kann ich mal weg... Ach, Quatsch, mit der Spitzhacke natürlich. Mal wegmachen. So, siehst du, Spitzhacken muss ich auch noch welche machen. Mist. Oh, noch so viel zu tun hier, das gibt's gar nicht. Wo soll ich da anfangen? Ich weiß es nicht. So viel zu tun, da habe ich gar keine Worte mehr für. So, die Erde hier muss weg tatsächlich. Da muss jetzt nämlich das hier hin. So.
Und ich muss mal da nach unten springen und das alles holen. So. Okay. Jetzt kann ich da ein paar Bretter bauen und ich brauche noch viel mehr Bretter. Leider. Ach nee, hier waren die drin, ne? Ja. Nehme ich einfach mal hier die Hälfte. So, wird wahrscheinlich nicht reichen, so wie ich das kenne. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Habe ich eigentlich noch. Wo habe ich denn hier ganzen weiß gefärbten Ton? Ist ja nix. Ist ja lächerlich. Das bisschen. So, ich wollte noch mehr Spitzhacken machen, genau.